Diskurs ist die Grundlage für Wertschöpfung in Komplexität und Lernen ist die Arbeit. Falls ihr schon mal aufs Moodle Board geschaut habt, solltet ihr gesehen haben, wie meine Überschrift lautet von meinem Intro-Talk. Das ist Trainings stinken und Lernen ist die Arbeit. Ich hatte da einen kleinen anderen Arbeitstitel vorab, aber mir ist klar geworden, dass ich letztlich darüber mit euch reden möchte. Ich möchte euch nämlich fragen, ob ihr nicht auch findet, dass Trainings stinken, besonders wenn es um agiles Arbeiten oder um Selbstorganisation gehen soll. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen salopp und fast sogar schon abwertend ausgedrückt und ist natürlich im Sinne einer knackigen Intro-Überschrift einfach ein rhetorischer Kniff. Mit dem möchte ich euch aber heute in den folgenden paar Minuten auf eine Unterscheidung im Kontext von Lernen hinweisen, die mir während meiner Entdeckungsreise hier im Beta-Universum besonders klar geworden ist. Bevor ich jetzt aber darauf eingehe, möchte ich von euch was zum Thema Lernen wissen. Dafür habe ich mal auf dem Moodle Board im Bereich des Intros ein bisschen Platz gemacht. Und da bitte ich euch jetzt gleich mal hinzugehen und zu schauen. Da gibt es nämlich zwei Fragen, die ich jetzt gern von euch, beziehungsweise drei von euch beantwortet hätte. Und zwar möchte ich von euch wissen, was habe ich zuletzt gelernt und wie kam es dazu? Und wie findet Lernen in Organisationen statt? Ich sehe, hier gibt es schon Menschen, die fleißig loslegen. Super, ich stelle jetzt meine Stoppuhr auf 3 Minuten und schnappt euch einfach Post-its. Und von mir aus könnt ihr langsam zum Ende kommen. Ich schaue mir das jetzt hier mal so an, ob ich da die Unterscheidung auch entdecken kann, die mir in den vergangenen Jahren aufgefallen ist. Und hier hat jemand auf jeden Fall eine systemische Coach-Ausbildung gemacht, sich selbst neu kennengelernt. Impact-Analyse, Austausch mit Coach, Lego Series Play Facilitator, im Diskurs mit anderen viel über mich. Oh, dass ich jahrelang Alpha gelebt habe und es nie gewusst habe. Was seht ihr so in Organisationen? Also da seht ihr, wie Lernen stattfindet durch Erfahrung aller Art, durch beispielsweise Videos, indem man TV-Formate zum Anschauen erstellt. Nicht alle lesen Bücher. Dann gibt es aber auch einige unter euch, die einerseits sagen, immer und überall findet Lernen statt. Das findet sich hier, glaube ich, auf 1, 2, ja tagtäglich im Tun und beim Lösen von Problemen. Dann gibt es aber auch jemanden, der sagt oder die sagt, Lernen findet in Organisationen nicht statt. Der Unterschied, der mir klar geworden ist, den sehe ich jetzt, kann ich auch so ein bisschen in euren Antworten sehen und daran illustrieren. Wenn ich mir jetzt hier beispielsweise das Post-it der Konferenztechnik durch einen Fehler rausgreife, dann würde ich ganz klar sagen, dass dieser Lernanlass aus der Domäne des Blauen stammt, also aus der komplexen, komplizierten Domäne. Das war jetzt natürlich ein Fehler. Also wir haben die blaue Domäne, die komplizierte, und die rote Domäne, das ist die komplexe Domäne. Ich sehe hier ganz viele, ich nenne es mal Learnings oder Erkenntnisse, die ich eher dem roten Bereich zuordnen würde. Das sind so Erkenntnisse wie, dass ich jahrelang Alpha gelebt habe und es nie wusste. Oder dass Menschen im Grunde gerne arbeiten. Und auf der anderen Seite, wo es um die Lernformate geht, da kann ich diese Unterscheidung auch treffen. Da finde ich Formate, die sehr wahrscheinlich einem roten Anlass Lernanlass viel angemessener sind als einem blauen Lernanlass. Und hier möchte ich euch ganz kurz einen kleinen Auszug aus dem Buch Komplexitäten vorlesen. Also kurz zum Unterschied zwischen Kompliziertheit und Komplexität. Kompliziertheit ist das Maß unserer Unwissenheit. Ein Problem ist kompliziert, weil wir es nicht verstehen, weil uns Wissen fehlt. Das lässt sich durch Büffeln oder den Zukauf von Wissen beheben. Sie haben eine neue Maschine und wissen nicht, wie sie funktioniert. Das Lesen der Betriebsanleitung kann helfen. Wenn wir dann wissen, wie, wird das Komplizierte einfach und trivial. Komplexität dagegen ist das Maß für die Menge der Überraschungen, mit denen man rechnen muss. Je überraschungsreicher der Kontext, je mehr Ideen des Wettbewerbs uns treffen, desto mehr kann man von Komplexität sprechen. Hier kommt Dynamik ins Spiel. Sie ist die Menge der Überraschungen, die eine Organisation aushält. Als Organisationsmitentwicklerin, als Coach und Beraterin muss ich mir ja immer die Frage stellen, wie ich Lernen in Organisationen fördern kann. Und vor allem, welches Lernen
Format ist für welchen Lernanlass besonders geeignet? Hier hilft mir, wie gesagt, zuerst der Blick auf die Farbe dieses Lernanlasses. Meiner Ansicht nach sollte ein Lernanlass, der sehr viele rote Anteile enthält, umso komplexer sollte auch das Lernformat für diesen Lernanlass gestaltet sein. Und enthält ein Lernanlass ausschließlich blaue Anteile, darf das Lernformat einem abzuarbeitenden Plan ziemlich nahe kommen. Blaue Lernanlässe habe ich hier tatsächlich meiner Interpretation nach nur den einen gefunden. Das ist die Konferenztechnik, vielleicht noch Neo Series Play. Also da sehe ich einfach sowas wie, ich lerne neue Software kennen. Ich habe jetzt gerade MS Teams kennengelernt, wie ich das benutze. Ich bin da wahrscheinlich auch noch nicht vollständig durch, aber das lerne ich gerade. Und es geht vielleicht beim blauen Lernen auch um sowas wie, welche Compliance-Anforderungen haben wir eigentlich zu erfüllen? Was muss ein Datenschutzbeauftragter wissen? Also da geht es um das Erlernen von Informationen und von Wissen. Und es geht um das Anwenden von Tools und das Ausführen von Prozessen. Und ich würde sagen, hier sind Trainings okay. In vielen Fällen, wie es hier auch schon aufgeführt ist, wird wahrscheinlich auch schon ein Tutorial oder ein kleines Video Abhilfe schaffen. Bei komplexen Anlässen wie dem Lernen von Zusammenarbeit im Team, von Selbstorganisation und von gemeinsamer Systemarbeit geht es zunächst erstmal um ein gemeinsames Verständnis des Unterfangens. Und ich sagte zunächst, eigentlich geht es ganz maßgeblich darum, denn erstmal müssen wir doch gemeinsam herausfinden, was macht eigentlich das eigene System aus? Wie sind seine Grundlagen und welche Muster zeigen sich? Und welche Rahmenbedingungen müssen wir eigentlich setzen? Und welche Muster gilt es zu fördern und welche gilt es zu beseitigen, um Selbstorganisation überhaupt möglich zu machen? Ich würde sagen, in diesem Kontext stinken Trainings wirklich zum Himmel, denn sie sind standardisiert, sie geben vor und sie folgen einem Plan. Somit sind sie hoffnungslos unterkomplex. Wenn Menschen also gemeinsam selbstorganisiert wirken wollen, brauchen sie intensiven Diskurs. Und das heißt eben nicht nur Austausch von Informationen und Wissen oder von Erfahrungen. Beim Diskurs geht es um Reibung verschiedener Standpunkte, um verschiedene Theorien. Diskurs ist das gemeinsame nach Lösungen forschen. Und es ist quasi gepflegter Widerspruch im Sinne der Wertschöpfung. Diskurs ist die Grundlage für Wertschöpfung in Komplexität. Und Lernen ist die Arbeit. Und im Beta-Universum finden sich diskursbasierte Lernangebote logischerweise zuhauf, was auch in Nils Pflegings Meetup-Info im Oktober sehr deutlich wurde, als er auf aktuelle Entwicklungen im Universum einging. Und das möchte ich euch heute wirklich wärmstens ans Herz legen. Bevor ihr das nächste agile Training feilt oder ihr euch das nächste angepriesene Feedback- oder Führungskräftetraining bucht, bitte taucht doch lieber erst einmal hier etwas tiefer ein, lest und hört euch in die Beta-Welt rein und entdeckt die vielfältigsten Einladungen zum Diskurs. Und vor allen Dingen für heute, schaut gleich in meiner Follow-up-Session vorbei. Hier möchte ich euch nämlich zur Diskussion einladen über die Frage, was kann ich in meiner Rolle tun, um Lernen im Organisationskontext zu fördern? In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen in den Diskurs-Sessions.